Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wir haben diesmal einen langen Weg direkt zu Anfang vor uns, glaube ich zumindest, denn ich denke, ich möchte nicht gegen den Feuerdämonen da hinten kämpfen und auch nicht unbedingt gegen die Viecher, die irgendwo da unten in der Lava, meine ich, noch rumstanden. Da haben wir letztes Mal auch noch welche gesehen, sondern es soll zurück in den Wald gehen, zumindest ist das der Plan. Irgendwo muss ja theoretisch auch noch meine Erfahrung rumliegen. Wenn ich mich richtig erinnere, beim letzten Mal irgendwo da verreckt, wo der Aufzug war. Moment, ich bin sogar den Aufzug runtergefallen, oder? Ja, ich glaube, das war, was ich getan habe. Okay, dann müssen wir natürlich irgendwo dahin. Die Frage ist, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Ist schon wieder so lange her. Ihr kennt das ja. Ich mache mal eine so eine Session, dann habe ich Material für Tage, Wochen, lange, und dann muss ich beim nächsten Mal erstmal wieder ordentlich reinkommen, zumindest halbwegs. Was möchten die mir denn sagen? Brauchst Ring, gelobt sei die Sonne. Das mit dem Ring habe ich schon mal irgendwo gehört, das war bei dem Sumpf, oder? Da wurde mir auch schon gesagt, ich brauche irgendeinen Ring, den habe ich aber irgendwie nicht gebraucht. Es sei denn, es gibt einen, das ist da ein Ring, den ich schon habe, aber irgendwie bezweifle ich das stark. Geschafft, naja. Schwäche Bein. Aha. Geschafft muss aber nicht sein. Zumindest nicht, wenn ich da noch bin. Also, da kämpft man ja auch gegen den Boss. Da habe ich das ja vielleicht noch gar nicht geschafft. Oder das ist irgendwie instanziert hier. Schwäche Blitz. Naja, wenn du meinst. Lasst euch mal wieder stehen, ne? Hier. Ihr könnt doch jetzt zu euren Kumpeln gehen, die ganz hinten sind. Die Spinne ist doch jetzt tot. Sollte doch eigentlich kein Problem sein. Dann hier nochmal. Brauchst Menschlichkeit? Nö, aktuell eigentlich nicht. Aktuell geht das auch so noch ganz gut. So, ich denke, ich gehe mal wieder hier ganz außen rum. Weil der Weg ein bisschen einfacher ist und vielleicht weniger Fliegen und so Kram kommen. Auch wenn ich... Na, bei den Fliegen bin ich mir nicht so sicher. Durch den Sumpf müssen wir sowieso vergiftet werden. War auch auf jeden Fall. Da kann ich sowieso nicht wirklich was gegen machen. Wie sieht das mit den Fliegen aus? Bis jetzt hat mich da, glaube ich, noch keine gesehen. Dieses Viech da vorne wird mich aber gleich auf jeden Fall sehen. Ungefähr jetzt, spätestens jetzt. Und zack. Springen wir es einmal an und verprügeln es dann einfach. Ich laufe mal noch ein Stück nach vorne und hoffe, dass entweder die Fliegen nicht kommen. Oder sie mich jetzt nicht zu sehr nerven gerade. Wie mache ich das denn jetzt als nächstes? Ist das clever, wenn ich... Yep, das ist clever, weil es hat mich sowieso schon gesehen. Na, dann machen wir das mal so. Das wollte ich nicht. Das war nicht der Plan eigentlich. Der Plan war eher... Nein, das war auch nicht der Plan. Ist aber auch egal. Ist nicht so schlimm. Dann zerhacke ich das einfach so. Und ist noch ein bisschen leise hier bei mir. Ich muss mal an meinen Kopfhörern ein bisschen drehen. Damit wird der Sound hier über Kopfhörer geregelt. So, das wollte ich. Genau. Einmal wieder drauf springen, zerhacken. Und dann passt das auch. Fliegen. Da, oh, da sind Fliegen, tatsächlich. Da kommen tatsächlich Fliegen. Dann zerhacken wir die mal. Zumindest soweit das geht. So. Okay. Ich hoffe, dass ich das wieder mit dem Ring, also mit dem Ring, durch den ich für das Töten von irgendwelchen Gegnern Leben wieder kriege, dass ich da wieder die Vergiftung halbwegs mitheilen kann erstmal. So, ich warte noch auf den nächsten. Nicht, dass ich da noch an so einer Stelle hier drauf gehe. Ich möchte nämlich eigentlich schon die Erfahrung wieder haben, die ich irgendwo oben liegen lassen habe. Ich glaube, das war gar nicht so wenig. Also, ja, wobei. Ich glaube, im Vergleich zu, was man halt kriegt, wenn man irgendwas Sinnvolles tut, war das wahrscheinlich schon nicht so richtig viel. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was ich da gerade gehört habe, aber es müssten jetzt wieder irgendwo da oben ist schon eine Fliege und da hinten ist noch die andere Fliege. Aber die kommen wieder, glaube ich, nicht so, dass ich sie direkt verhauen kann. Die fliegen wieder nicht tief genug. Nee. Noch nicht, noch nicht. Oh, oh. Ich gerade recht viel Schaden tatsächlich. Oh, oh. Möchte die eine Fliege zumindest mal gerade abstechen und die andere kann ich dann doch mit einem Sprung, genau, und jetzt recht flott mal bitte eine Heilung. Gerne vielleicht auch zwei, ja nee, zwei brauche ich noch nicht. Wobei ich oben sowieso wahrscheinlich wieder irgendwie ein Leuchtfeuer dann aktiviere. Also ich denke, das wird das erste sein, was ich mache. Ich werde jetzt einfach erstmal jedes Leuchtfeuer, an dem ich vorbeikomme, wahrscheinlich einmal andrücken. Einfach weil, speichern und so. Na, ich dachte mir,
schön, dass er mich jetzt noch trifft, verdammt. Ja, dann nehme ich natürlich doch noch direkt die nächste Heilung hinterher. Also damit ich einfach, wenn ich jetzt hier irgendwo verrecke unterwegs, dass ich dann nicht wieder so weit laufen muss. Hätte ich vielleicht auch da unten das durchaus nochmal nehmen können. Das Leuchtfeuer ist jetzt zu spät. Hoffe ich einfach, dass ich bei den komischen großen Typen da oben nicht sterbe. Sollte aber theoretisch eigentlich nicht unbedingt passieren. Hoffe ich. Vergiftung ist weg. Prima. Perfekt und so. Da oben war direkt eins, ne? Und dann waren da noch irgendwo Fliegen. Genau, die kommen da gerade wieder angeflogen. Das sind die, die ich immer hier durch das Dach ersteche. Na? Oh, ich habe gegen den Dings gehauen. Gegen das Holz. So, ihr Fliegen, wo seid ihr denn? Da hat gerade eine... Ups. Kommt nicht durch die Decke hier. Ich glaub's ja wohl. So, eins. Wo ist die andere? Hinten. Ich kann sie aber nicht so richtig anwählen. Kann ich sie vielleicht trotzdem erschlagen? Jep. Kann ich. Das gibt erstens Leben wieder und zweitens natürlich Erfahrung, wie immer. So, ich brauche die Typen da hinten. Ich bin falsch. Warum bin ich hier falsch? Und ich habe immer noch nicht dieses komische Slugviech da hinten gekillt, ne? Kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Moment, wo musste ich denn jetzt hin? Warum bin ich da? Da war ich doch nicht falsch. Das muss doch richtig sein. Habe ich hier gerade einen Moment. Ich blicke schon wieder nicht mehr durch. Ich finde in diesem komischen... Ach, hier war noch eine Leiter, genau. Oh, diese Schandstadt, ne? Das ist irgendwie ein heilloses Durcheinander. Wer soll denn hier durchfinden? So, ich muss nicht hier kämpfen, wo ich runterfallen könnte, sondern ich kann da vorne kämpfen. Ich habe jetzt zumindest ein kleines bisschen Platz gegen den. Na, das war nichts. Vorsichtig, Freund. Ja. Jetzt möchte ich das nämlich eigentlich nicht mehr. Ja. Nein, 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 nein. Ich bin mit ihm zusammen runtergefallen. Ah, das gibt's doch nicht. Ich hasse das. Ich hasse Fallen. Das ist ein Und wir sind wieder hier unten. Und die Erfahrung von oben ist weg. Das ist ja total super. Kann ich mich nicht teleportieren oder so? Ich kann mich aber immer nur zum letzten. Oder? Warte mal gerade. Rufsymbol. Bla bla bla. Nach Hause zurückkehren. Das ist halt das Problem. Es ist ja alles nur nach Hause. Leuchtfeuer der letzten Rast. Ganz viele Seelen. Oh. Oha. Oha. Wie cool. Oder fertige, einzigartige Waffe. Ich glaube, dann behalte ich das nachher tatsächlich. Teleport zum Leuchtfeuer. Nee. Bringt irgendwie alles nicht so richtig viel. Och Mann. Das ist doch doof. Dann, ja, nehme ich wahrscheinlich gleich tatsächlich unterwegs kurz das andere da oben einmal mit. Dann muss ich nämlich zumindest nicht mehr hier rausrennen und den Weg durch den Sumpf und so. Und das ist doch alles irgendwie doof. Sonst. Also bis ich hier oben rausgelaufen bin, das dauert halt immer, ewig. Nehme ich lieber das Rastfeuer. Das Rastfeuer ist auch grundsätzlich schön. Das Leuchtfeuer da hinten einmal mit. Geschafft, da habe ich es tatsächlich geschafft, weil da komme ich noch nicht hin, sobald ich, also ohne dass ich sie getötet habe. So, naja, es ist morgen. Prost, einen guten Schluck Kaffee, während wir hier durch die Höhlen eiern. Ui, heiß. Gerade erst in die Taste getan. Puh, gut. Schwäche Blitz. Hab ich nicht. Brauche ich nicht. Wobei ich ja durchaus mal mich interessieren würde, wie sich ein Magier hier spielt. Ehrlich gesagt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen so richtig. Also, Krieger, okay, ich nehme an, Schurke und so, das wird halt alles ungefähr ähnlich sein. Nur halt, ne, bisschen anderer Kampfstil als Schurke. Vielleicht ein bisschen mehr Ausweichen, ein bisschen mehr Backstabbing und so. Zweihandkämpfer halt. Wahrscheinlich ähnlich tatsächlich. Mehr Ausweichen, weniger in Richtung Blocken und so. Mit dafür stärkeren Angriffen und so weiter und so fort. Aber wie das mit einem Magier ist, das kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen. Bin auch irgendwie immer noch nicht ganz sicher, dass das Schild, was ich hier habe, mir in irgendeiner Art und Weise überhaupt irgendwas bringt. Einfach, warum springt der jetzt nicht? Den Null. Oh, da ist eine Fliege. Autsch. Da ist die andere Fliege. Ich kann ausweichen, Freund. Ich kann das.
Also so ein bisschen zumindest. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Oder was habe ich gerade gesagt? Ja, ne? Als Magier kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Als Krieger oder alles, was halt kein Krieger ist, schon. Und mit dem Schild bin ich mir aktuell nicht ganz sicher, weil ich eigentlich sowieso nie wirklich blocke. Oder sehr selten normal blocke. Sondern immer irgendwie halt ausweiche. Vielleicht hätte ich eher sowas wie einen Schurken spielen sollen. Aber das kann ich ja vorher nicht wissen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein bisschen mehr blocken. Das weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein. Wenn man einfach ein bisschen mehr sowas tut, dass das dann hilft. So, ich nehme mal gerade zumindest die Erfahrung. Die liegt ganz oben rum, ne? Richtig. Dann mache ich das nicht. Dann gehe ich hier direkt in die Ecke. Flup, da ist noch so ein Dude. Hi. Ich erstech dich. Einfach mal so. Richtig böse. Und dann gehe ich hier in die... Flup. Hier so rein. Setze mich nochmal kurz an dieses Leuchtfeuer hier. So. Kann ich gerade vielleicht... Sollte ich... Komm. Wir haben ja eh kaum Seelen da. Das heißt, ich repariere einfach mal meinen ganzen Kram kurz. Dafür reichen die jetzt zumindest noch aus. Und ich verliere nichts dadurch. So. Passt doch. Aber zumindest ein bisschen was davon gehabt, hier gewesen zu sein. Jetzt kommen auch direkt wieder die Gegner. Da ist wieder einer. Irgendwie war das auch nicht unbedingt der Plan, was ich hier gerade gemacht habe. Aber es hat trotzdem funktioniert. Die Fliegen sind unterwegs. Dann warte ich hier mal gerade. Geh weg. Da kommt nur eine Fliege, ne? Strange. Na dann, töte ich halt nur eine Fliege. Hallo. Zack. Stoppen. Und dann hauen wir den da um die Ecke. Zack. Zack. Das geht jetzt sehr flott. Hehe. Den hier und komm, den nehme ich auch noch mit. Der kann ja nichts. Was ist das? Versuch mit Dresche. Was ist denn für eine Dresche? Wen soll ich denn verdreschen? Den da? Ja, nicht vergiften. Nicht vergiften, Freund. Das sieht ein bisschen aus, als wäre das irgendeine andere Schrift hier. Nicht vergiften, habe ich gesagt. So. Okay. Und da ist ein Blutfleck. Das bin nicht ich, der da gestorben ist. Ich dachte gerade, er hat einen Speer auf dem Rücken, der Typ. Das mit den Speeren ist eigentlich auch ziemlich cool, finde ich. Also, ne? Mit einem Speer kämpfen. Das hat irgendwie auch was. Das haben wir ja auch eine Zeit lang kurz gemacht. Wobei ich mit dem Schwert inzwischen, glaube ich, besser klarkomme. Wobei, gegen die Fliegen hier könnte das durchaus gar nicht schlecht sein. Und mir fällt gerade auf, ich habe 10 von den Flasks. Bleiben die Feuer an, wenn ich einmal da war? Also, muss man die... Seriously? Gut, dass ich da gerade nochmal gespeichert habe. Ich scheine tatsächlich, weil das schon einmal entzündet gewesen ist, oder? Man muss die nur einmal entzünden. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man muss das jedes Mal wieder machen, wenn man da ist und dann bei einem anderen rastet. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Alter, die sind so widerlich, ne? Die Viecher eigentlich. Guck dir das mal an. Jetzt wedelt da so dieses komische Gedöns rum, was der da am Kopf hat. Alter, hör auf damit. Jetzt hängt er mir am Fuß. Ist auch nicht besser. Geh weg. Und... Stich und nochmal Stich. Nicht? Das will ich nicht. Ich wollte es stechen. Dann muss ich es halt slashen. Und da habe ich einen Haufen Gift gekriegt. Es ist tatsächlich auch das Gift, was hier so im Sumpf rumhängt. Bei der Gelegenheit. Versuch's mit rechts. Ich halte es nicht aus. Was hältst du nicht aus? Ist doch alles prima noch hier. Noch, wohlgemerkt. Nicht vergiften. Noch lässt sich hier alles aushalten. Noch. Was hätte er mich gehauen? Drecksviech. So. Einmal hier hoch. Hab ja nicht so viel verloren. Ich kriege jetzt auch direkt, glaube ich, was wieder. Ich glaube, das müsste hier unten rumliegen. Weil auf den sich bewegenden Dingern bleibt sowas ja nicht liegen. Yep, da liegt's. Da, wo ich das letzte Mal auf das nicht sich bewegende Ding gestiegen bin. Naja, viel war es jetzt nicht, aber hey. Will man machen. So, und diesmal bitte vielleicht wieder mit Anlauf oder so. Bin ich ja schon mal durch? Ich glaube, einmal bin ich ja schon durchgefallen hier. So. Das ist ja nervig. Tatsächlich. Eins. Komm.
Es kommt vielleicht sogar tief genug, dass ich es hauen kann. Nein, so nicht. Ja, so aber. Die blocke ich zumindest halbwegs. Das heißt, da habe ich zumindest ein kleines bisschen was. Aua, von den Blocken. Aber sonst blocke ich die Gegner sowieso nie. Ich habe das Gefühl, das bringt nicht so richtig viel. Ich weiß nicht, was ich dafür skillen muss, damit das tatsächlich in irgendeiner Form so richtig was bringt mit den Blocken. Oh, er hat mich auch getroffen. Das Schwein. Na gut. Schön. Also ich habe halt das Gefühl, das blockt nicht so richtig viel Schaden ab. Wenn ich ein Schild hochhalte, dann so, ja. Der nächste Schlag trifft mich dann für gewöhnlich, weil ich halt, naja, dann so komisch staggert bin, weil ich dafür nicht... Vielleicht brauche ich dafür mehr Stamina einfach. Das kann sehr gut sein. Mit mehr Stamina und so, dann blocke ich. Dann kriege ich halt ein bisschen Schaden, komme durch und der Rest dann nicht. Ich bin aber nicht direkt, habe nicht direkt keine Ausdauer mehr. Und dann geht das. Vielleicht. Theoretisch. Komm, fall runter. Hehe. Oh, da kommt wieder eine Fliege irgendwie durchs Dach durch. So geht das aber nicht. Die andere auch. Guck mal. Zack, eine weniger. Und die andere, zack, steche ich auch ab. So, und jetzt nach da oben. Und jetzt bitte wieder in ordentlich, wenn das geht. Nicht runterfallen bei den Großen. Zumindest beim ersten nicht, beim zweiten kann mir das ja eigentlich nicht mehr passieren. Und oder dritten. Zweiter und oder dritter. Im Sinne von, sie kommen zusammen und ich laufe. Ich nehme die Beine in die Hand. Man weiß es nicht. Wow. Böse. Zack. Kommt der andere jetzt? Nee. Okay, ich dachte, ich wäre vielleicht gerade schon zu nah dran gewesen oder so. Hehe. Und zack, nochmal einen in den Hintern. Immer schön in den Hintern pulen mit dem Schwert. Damit das auch weh tut. Oh, nochmal, komm. Zack, in den Hintern gepult. Ein bisschen Leben hat er noch. Das kriegen wir auch noch hin. Komm. Oh, dann nur recht nur einen Schlag. Na, dann hat er vielleicht noch ein Jaucheküchlein dabei. Nö. Hat er nicht. Na gut, dann nicht. Möchtest du schwäche Stoß in den Rücken? Ja, ich weiß. Das ist mir durchaus, da bin ich mir bewusst drüber. Haben wir auch schon mehrmals gemacht jetzt. Komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nicht? Doch. Ach, den macht er jetzt. Na gut, wenn du meinst. Alter, vorsichtig. Pieks. Hehe. Einmal der Stoß in den Rücken. Die drehen sich aber auch zu langsam, ne? Irgendwie. Wow. Autsch, das war blöd. Das war echt blöd. Ich weiß nicht, was das war, aber irgendwie hat das wunderbar funktioniert. Oh, er hat ein Jauche-Küchlein für mich. Guck mal. Also ich gehe einfach mal davon aus, das ist so ein Ding. Was sollte es sonst sein? Das ist nämlich immer ein Jauche-Küchlein. Wechsel die Waffe, danke. So. Dann der letzte. Alter, ich dachte gerade schon mal, der trifft mich wieder damit. Also was möchte diese Nachricht auf dem Boden? Achtung vor mir, Gift. Naja, so schlimm sind die jetzt nicht mit ihrem Gift, finde ich. Und pieks. Nimmt doch auch immer noch mal so richtig Schwung. Das muss doch wehtun, Mensch. Da mache ich auch noch diese ganze komische Behausung hier kaputt. Zack, einmal mit Schwung. Und dann tritt er eben nochmal in den Arsch. Wie sich das halt gehört. Und nochmal, komm, nicht, schade, dann halt ganz normal abstechen. Auch in Ordnung, kein Jauche-Küchlein, also nicht. Ah, 500 Erfahrung für die Dudes, ne? Moment, hier gehe ich in die falsche Richtung, ich muss, oder? Nee, hier bin ich falsch, verdammt. Ich hätte meinem Instinkt trauen sollen, meinem Gamer-Instinkt, direkt in die richtige Richtung zu gehen. Hier war nicht noch einer, ne? Nicht, dass ich hier komisch in der Gegend rumhüpfe und versuch's mit Stoß in den Rücken. Schwäche Durchbruch. Ja, man kann natürlich auch einfach durchlaufen. Brauchst Einzelkampf? Ja. Ich würde vielleicht auch nicht unbedingt gegen mehrere davon kämpfen wollen. Das heißt, ich würde nicht gerne. Ich habe es noch nie gemacht und ich werde es auch nie tun. Dann nehme ich, wie gesagt, lieber die Beine in die Hand. Okay. Was ist das? Ach ja. Da liegt irgend so ein komisches Leichendingens rum. So, die Ruinen von Neu-London, ne? Irgendwie so. Gab es hier nicht auch irgendwo ein
Hier muss es doch irgendwie so ein Rastfeuer geben eigentlich, oder? Ich wundere mich gerade ein bisschen. Ha. Ich sehe hier tatsächlich kein Rastfeuer. Das ist ja nervig. Und eklig. Wie soll man denn dann... Das ist ja dann ewig weit weg, das nächste Rastfeuer, wenn man hier ist. Das ist ja bäh. Also zumindest für mich, weil... Ne, hier der... Der Dingens. Der Dingenskirchen. Hier der Aufzug und so. Ich kann ja da oben gar nicht speichern. Das ist ja blöd. So, einmal flupp. Stimmt, wo speichere ich dann gleich eigentlich? Verdammt. Beim Schmied. Ha, beim Schmied ist eine gute Idee. Ich will ja sowieso in den Waldtempel als nächstes. Was ich auch schon überlegt habe, ne? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dahergeholt, weil aber das Spiel erklärt sich ja auch nicht sehr viel besser. Ich habe ja diesen komischen Eid. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was das heißt und was mir das bringt. Aber ich hätte auch bei der komischen hier Spinnenfrau da so einen Eid leisten können, ne? Wenn ich das jetzt machen würde, könnte ich dann vielleicht hier oben wieder speichern? Könnte das funktionieren? Ich habe keine Ahnung, ob das der Plan oder der Sinn des Ganzen ist, aber grundsätzlich klingt das, finde ich, nämlich erstmal nach einem Plan, weil hier ist ja jetzt niemand mehr. Ne? Und dann kann ich da oben nicht mehr speichern und dann ist das doof. Ach nee, ich muss ja tatsächlich da hinten rum. Oder das Ding ist jetzt einfach so wieder an, weil ich da unten hier meine die Feuerseelen-Tanten-Dings geopfert habe. Das wäre natürlich auch cool, aber nein, geht nicht. Schade eigentlich. So, kurz nochmal, guck mich nochmal kurz um hier. Was möchtest du gerne? Was bist du denn für einer? I'm pleased to see you safe. Yep. Achso, bei dem konnte ich, was ist denn, Ausrüstung umwandeln? Ach, guck mal, da kann ich den Magierkram verbessern. Was kann ich bei dir kaufen? Zauber. Steht da echt Blitzschweiß? Bäh, das ist ja ekelhaft. Nee, dann nicht. Dann, ich geh mal. Tschüss. What the?